Also wenn ich in der Früh ins Büro komme, fängt eigentlich der Tag gleich an. Das Telefon wird gleich entgegengenommen mit den Kundenanrufen. Die Fahrer müssen wissen, wo sie hinfahren müssen, welche Routen das zu machen haben und welche Container das noch zum Aufstellen sind. Das Beste an meinem Job ist, dass ich wirklich viel Verantwortung habe, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich Sachen organisieren kann, selbstständig arbeiten kann und dass man eigentlich den Tagesablauf selber einplant. Das ist schon super und wenn man mit den Menschen dann auch noch gerne Kontakt hat, ist man da genau richtig. Also um eine gute Disponentin zu sein, muss man vor allem stressresistent sein, muss sich kontaktfreudig sein, weil man doch immer mit den Kunden telefoniert und mit den Fahrern. Man sollte ein organisatorisches Talent haben, weil eben die ganze Verantwortung am Disponenten lastet, dass das alles funktioniert. Mein Job ist einfach wichtig, weil ich die Fahrer einteile, weil sie einfach wen brauchen, der was ihnen sagt, was sie den ganzen Tag machen sollen. Und ich finde, ich bringe einfach das Ganze in Bewegung.